Also er selbst war sehr dominant und war ordentlich mit Chancen und mit ein paar guten Halbchancen. Insgesamt waren wir, glaube ich, zu wenig in der Box, zu wenig gierig in der Box in der ersten Halbzeit, um aus den Möglichkeiten dann auch Kapital zu schlagen. Ich denke, wir hätten deshalb sehr klar gewinnen müssen, aber da hat ein bisschen was gefehlt. Dann haben wir 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, die gar nicht gut waren und wurden dann auch direkt bestraft. Und haben dann nochmal Energie durch die Wechsel reingekriegt. Hat man dann auch gemerkt, dass die Füße ein bisschen schwer werden, Beine schwer werden. Und dann hinten raus wird es dann nochmal ein bisschen besser mit unseren ganzen Jungen. Und nochmal Lust, das zu zeigen. Und hätten es dann auch nochmal gewinnen können. So, deshalb, also, sind schon gerne gewonnen. Muss auch unser Anspruch sein. Aber ja, es wird jetzt auch nicht das erste Testspiel sein, das nicht 100% läuft. Ja, wir hoffen, dass Conny zurückkommt. Nuss wird nicht zur Verfügung stehen. Wenn er verletzt ist, kann man nicht spielen. Wenn er gesund ist, ist er später für Marokko. Dann war jetzt der Josh der Einzige, der, nachdem Conny, glaube ich, gestern oder vorgestern signalisiert hat, dass es nicht geht. Der Einzige, der schon mal auf der Position gespielt hat, auf hohem Niveau. Deshalb haben wir das jetzt heute mal versucht. Und ja, normalerweise sollte Conny zurück sein. Englisch. Weiter? Nichts weiter. Habt ihr schon beim Sportdirektor gebohrt? Was hat er euch gesagt? Wir sollen den Trainer fragen. So ungefähr. Nein, der hat nichts gesagt. Beiseite. Also gab es da einen Austausch oder auch ein Telefonat? Kein Kommentar natürlich von meiner Stelle, auch wenn es hart ist für euch. Der Wunsch, dass bis zum Trainingslager. Der ist schon überschritten, der Zeitplan. Der Wunsch, war 2.1. Aber nee. Wir sind entspannt. Ich bin auch entspannt, weil ich weiß, wie schwierig es ist im Winter und ich weiß auch, wie schwierig es ist früh im Winter. Die Wintertransferphase ist eh sehr kompliziert, weil es sind sehr viele gute Vereine auch in der Champions League und haben ihre eigenen Ziele. Und dann schauen wir natürlich auch auf einem Niveau, das uns auch weiterhilft. Deshalb ist es sehr schwer.